Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bernd das Bröt und die Unmöglichen. In der letzten Folge haben wir dem blinden Mann geholfen, dass er wieder Golf spielen kann. Und heute, da gehen wir ein bisschen Vielleicht könnte ich auch etwas Geld verdienen wie der Bettler. Verdienen? Nun ja. Versetzen Gute Idee, aber ich brauche noch etwas. Ja. Equipment für meinen Job. Ja, ne, stellen wir die Dose jetzt endlich mal dahin. Fein. Danke, endlich. Dann wollen wir mal. Ernsthaft? Oh, die Pullovianer sind wirklich sehr großzügig. Ha. Meine volle Betteldose. Ehrlich verdientes Geld. Hui, was haben wir da? Ein Glückspfennig und ein Blankoscheck. Ein Blankoscheck? Oh, toll. So, ein... Ein Glückspfennig? Nicht, dass ich an so etwas glaube. Bring mir Glückspfennig, bitte, bitte. Und den Blankoschein? Ein Blankoscheck. Da muss ich nur noch den Betrag einzeichnen. Mit zu kurzen Armen. Das machen wir doch mal. Mist, ich habe zu kurze Arme dafür. Ja, Shelly, komm und helf uns. Darf ich helfen? 10 Pfund? 30 Penny? Genau. Wir hätten auch 1 Million eintragen können. Ich weiß nicht, wie viele Nullen die hat. Ah. Ach, scheiße. Ach, gut, dann holen wir uns jetzt mal. 3 Ponches und 3 Hüte. Ich mach jetzt Mittagspause. Ja, mach das. Lass deine Sachen alleine, ist schon okay. Noch ein Poncho und noch ein Poncho und hier befindet sich noch ein Poncho und das war's. So, 3 Hüte, 3 Ponchos und ich nehme jetzt den gelben, den kriegt sie und den albernen Hut. Kann ich jetzt, war das jetzt richtig oder habe ich jetzt einfach zufällig das Richtige gemacht? Warte mal, ich möchte, dass er den hier kriegt. Kann ich ihm auch den geben? Und Bernd kriegt rot. Ey, ich glaube, das hat jetzt gerade echt einfach zufällig. Cool. So. Ach, und jetzt müssen wir bestimmt die Kombination rausfinden. Hallo. Wir sind die Pablo-Brüder. Ihr seid nicht die Pablo-Brüder. Eure Hüte stimmen zwar, aber eure Ponchos sind falsch. Ah, so. Okay. Also, Blau, Rot, Gelb. Nein. Gelb. Woher soll ich denn jetzt wissen, wie die Hüte und so? Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Ihr seid nicht die Pablo-Brüder. Eure Hüte stimmen zwar, aber eure Ponchos sind falsch. Ha. Kann man hier mit denen reden? Vielleicht geben die uns Tipps oder so. Wie die Pablo-Brüder aussehen. Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Oh Gott. Roten Poncho, keine Mütze. Das ist ja... Kann man jetzt... Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Das bringt mir doch nichts. Ich weiß doch nicht, wo neben die stehen. Hoher Hut. Ach, boah. Die Pablo-Brüder. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Okay, und was hat der nochmal gesagt? Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Okay. Roten Poncho, keine Mütze. Sie hat die Mütze, also muss Bernd rot tragen. Einer der blauen Pablo-Brüder flachen Hut, aber keinen blauen Poncho. Also flachen Hut, aber keinen blauen. So, das ist der einzige flache Hut.
hoher Hut und der neben ihnen einen gelben, aber ich weiß doch nicht, wer neben ihm steht. Trägt keine Mütze, aber einen roten Poncho. Einer der, keine Mütze, aber einen roten Poncho. Ich habe keinen roten Poncho. Ach so, warte mal. Keine Mütze, aber einen roten Poncho. Ja, super. Einen hohen, warte mal, einen hohen Hut, dann muss sie, also einer einen hohen Hut und der neben ihnen einen gelben Poncho. So, aber er hat den hohen Hut, also muss sie den gelben Poncho haben und er dann blau, also müsste das jetzt so hoffentlich, hatten wir es nicht gerade schon so? Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Ihr seid nicht die Pablo-Brüder. Eure Hüte stimmen zwar, aber eure Ponchos sind falsch. Okay. Versuchen wir das nochmal. Ich glaube, dem hatten wir noch kein Gelb gegeben. Sie hatte... Warte mal, gucken wir mal. Also, flachen Hut, aber keinen blauen Poncho. Flachen Hut, kein Blau, passt. Hoher Hut und neben ihm Gelb. Hoher Hut, neben, ja, irgendwie schon. Keine Mütze, aber roten Poncho. Keine Mütze, ja, versuchen wir es. Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Hey, Chiluan, Prielio, Protego Pablo. Kommt rein, dann kann die Party ja losgehen. Ihr wisst ja, wo es lang geht, oder? Ja. Yippie! Ich meine, Caramba. Olé! Holladriadio? Scharf? Ja. Psst. Okay. Scharf nervt so. Wo ist denn die Party? Das wüssten wir, wenn wir die Pablo-Brüder wären. Ich könnte ein Dimensionsloch suchen. Ja, könntest du. Musst du aber nicht. Na, das Erste, was mir auffällt... Ah, guck mal, die Schüssel, goldene Steine. Also das Erste, was mir auffällt, ist die Lama-Statue. Eine vergoldete Lama-Statuette. Kann ich nehmen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dein. Dann pack ich mal ein Lama ein. Und die nehmen eine vergoldete... Rennen. Und noch eine Lama-Statuette. Nun, hier das Gold. Das sind ziemlich große Goldstücke. Vielleicht sollte ich auch einen Lama-Laden aufmachen. Ja, ich muss niesen. Verdammt. Meint ihr nicht, dass das Diebstahl ist? Danke. Ach, was, Bernd? Das ist Spieltaktik. Na dann. Jetzt habe ich den Witz nicht mitgekriegt. Jetzt haben wir Goldsteine und hier ist noch... Was könnte ich da... Bücher. Was vom Lama übrig blieb. Der Lama-Kot. Das Lama in den Zeiten der Cholera. Lama Dick. Lama Sawyer und Huckleberry Lama. Das eingebildete Lama. Viel Lärm ums Lama. Das Lama und der Feuerbringer. Lama von Berlichingen. Die fünf Bücher des Lamas. Okay, ja, genau. So, was haben wir hier noch? Ein Fenster. Ein Fenster. Toll. Ein Vorhang. Ja, es ist wahr. Es ist ein ganz normaler Vorhang. Oder ist da was dahinter? Ernsthaft? So, was haben wir hier? Ein Lama. Vorhang auf für eine Lama-Statuette. Ah. Bravo. Bravo! Kann ich das hier eigentlich? Nein, okay. Dann nehmen wir die. So, jetzt ist meine Inventarliste ziemlich schwer von den ganzen Goldstatuetten. Na, ist ja egal. Ein Lama-Läufer. Ein Lama-Läufer. Oder ein Lama-Läufer? Dann schieben wir den mal beiseite. Das bestimmt möchte mir jemand helfen? Nein? Hätte ich nicht erwartet. Oder wartet. Doch. Der Entriegelungsmechanismus der Geheimtür. Sehr komplex. Ich schätze, eine 13 auf der nach oben offenen Briegel-Skala für geheime Verschlussmechanismen. Ah, okay. So, wir haben drei, Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. So. Sieht irgendwie bekannt aus. Warte mal, darunter steht Lama Lisa, unbekannter pulovianischer Künstler. Öl auf Lama-Haut. Ja, lecker. So, okay, wir können wir die... ich wollte es mir erst angucken. Die Zeichnung eines Lamas mit Kugeln im Bauch.
Eine Lama-Statuette. Mit ohne alles. Kann ich jetzt... Na, das war ja einfach. Komm, putz. Der wird sich jetzt noch nichts tun. Das ist richtig. Die Zeichnung eines Lamas mit Wasser im Bauch. Die Zeichnung eines Lamas. Auf Diät? Was? Lamafett haben wir noch da zufällig? Das funktioniert. Okay. Wir brauchen Wasser. Oh, Geheimtruhe. Ich kriege die Truhe nicht auf. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spieleerfahrung. Eine Geheimtür? Ja, okay. Vielleicht auch einfach so. Und drauf mit dir. Der wird sich jetzt noch nichts tun. Und jetzt brauchen wir Wasser. Gucken wir mal, ob wir draußen Wasser kriegen. Vielleicht aus der Toilette. Nicht. Ach, guck mal hier, wir können das doch aufdrehen, oder? Vielleicht mit dem Glückspenny? Das hast du nicht gerade wirklich. Okay. Das kann ich mit meinen Händen weder drehen noch abschrauben. Dazu. Hallo? Hier. Da, Wasser. Das funktioniert. Lama-Kopf. Oder muss ich direkt das Lama? So, jetzt hat das Lama einen Blubberbauch. Blubberbauch, Blubberbauch. Okay, dann gehen wir wieder rein. Und dann tue ich das hier rauf. Komm, putzi putzi komm. Abracadabra. Eine jetzt nicht mehr geheime Geheimtür. Ah, nein, ernsthaft? Oh, ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Ja. Ich habe jetzt irgendwie ein Gespräch erwartet, aber gut, dann halt nicht. Ja, Bernd, jetzt mach dich hin. Oh, eine Vulkanhöhle. Wie passend für einen Raum hinter einer Geheimtür. Wir sollten gehen. Ich bin allergisch gegen Lava. Wo ist denn jetzt die Party? Höret! Die Zeit des lächelnden Lamas ist angebrochen. Also nachdem ich den Soundcheck gemacht habe. 1, 2, 3, Test, Test, Test. Bernd, Tilly, ich glaube, wir sind der verschwundenen Jack-Statue ganz dicht auf der Spur. Ach, da steht sie ja. Mimi, Lama, 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 Pipapo, Pipapo, Pipapo. Meinst du die Statue, die dort drüben über der geschmolzenen Lava hängt? Herzlich willkommen zur Jack-Opferung hier im bla 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 bla. Nein, das arme Jack. Scharf, es ist... Ach, auch egal. Hört ihr mich? Dann kann's ja losgehen. Ich habe einen Traum. Ein Traum, wo alles vom Lama kommt. Kleidung, Essen und auch Hygieneartikel. Ja, denn das alles können uns die Lamas geben. Und auch den Weltfrieden. Denn wenn alles Lama ist, ist alles gut. Aber damit das passieren kann, müssen wir dafür sorgen, dass alles Lama ist. Und das können wir nur erreichen, wenn wir unseren schlimmsten Konkurrenten vernichten. Die Jagd-Produktpalette nimmt den Platz ein, der eigentlich dem Lama gehören sollte. Man kann auch viel aus Jagd machen, aber es ist nicht Lama. Deswegen werden wir den internationalen Jagd-Produkthandel sabotieren. Und das ist erst der erste Schritt. Applaus! Wir müssen das Jagd befreien. Also los, Bernd, lass dir was einfallen. Bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava lava, lava lama, lava lama, bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava lava, lava lama. Okay, ich muss jetzt, da muss ich jetzt drüber, ach du Scheiße. Alpenhorn. Lava lava, lava lama. Kann ich das mitnehmen? Ah, solche Szenen nerven. Ich nehme das Alpenhorn. Lava blama ding dong. Ich kann nicht denken. Werde ich es sicher nicht. Lava lama, lava lama. Okay. Wie lang geht denn die Folge eigentlich noch? Warte mal. Ah, okay. Ja, das hat Sinn ergeben. Moment, so. Ja, laba, laba, laba. Teppich, Teppich. Ein fliegender Teppich. Nein, scharf, ich denke nicht. Gerümpel. Das wir nicht brauchen. Bla, bla, eine Lama. Hässliche Götzenstatue auf einem Sockel. Lava, Lava. Wer will die schon Lava, Lava. Lava, Lava. Ich
bla bla blama, blama blama ding dong. Ich glaube, die lustig funkelnde Götzenstatue ist ein Schalter für einen bestimmt wahnwitzigen Mechanismus, den ich sicher nicht auflösen werde. Ich bin doch nicht lebensmüde. Nein, Schaf. Und jetzt Jack. Oh. Oh, was war das denn? Egal, ich schlaf mal eine Runde. Hm. Oh, alles in Ordnung da unten? Alles super. Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernseher, Getränke, Fußmassagegeräte. Was läuft denn im Fernsehen? Der Bahnstreckenkanal. Wie gerne wäre ich mit runtergekegelt worden. Kann ich mit denen reden? Ach ja, tatsächlich. Die lassen sich aber echt hängen, die Pulluvianer. Schaff. Pulluvianer, der sich hängen lässt. Der hängt ab. Oh. Ach, jetzt sind wir scharf. Ha. Ich dachte gerade schon, warum antwortet die denn da? Ich kann das Megafon nehmen. Damit kann ich noch lauter sein, als ich schon bin. Toll. Der schläft gut. Das war jetzt aber leiser. Free Climbing über Lavaabgrund? Cool! Da steht was. Gut festhalten oder den Sturz abfedern. Mit dem Kopf. Das mache ich auch immer. Merkt man. So, reden wir erst mit dem Grünen. Alles super! Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernseher, Getränke, Fußmassagegeräte. Was läuft denn im Fernsehen? Der Bahnstreckenkanal. Das kennen wir doch schon. Ja, okay, also sagen die uns nichts Neues. Es könnte sich auch um ein amerikanisches Modell handeln. Vielleicht ein Gigantic Bang Alpha Bravo X-Ray. Hä? Ja, hier ist eine Bedienungsanleitung. Langweilig. Okay. Das ist ein Dings. Glaube ich. Ja, nein. Winde. Damit könnte ich das Jack runterlassen. Huhu, ja. Aber das geht doch dann direkt in die Lava. Wir versuchen es einfach. Langweilig. Das Drehdings ist so verrostet, dass ich es nicht drehen kann. Oh. So, hier haben wir Werkzeug. Eine Kneifzange. Das kann Briegel bestimmt gut gebrauchen. Ja, sicher. Und das sieht sehr gefährlich aus. Das ist ein Dings, glaube ich. Warte mal. Leeres Ventil, leeres Ventil. Was für eine Schlamperei. Hier fehlt ja ein Ventilrad. Und ich weiß ganz genau, wo wir ein Ventilrad herkriegen. Dazu müssen wir jetzt aber ein bisschen laufen. Dahin. Na. Hä? Was? Das war jetzt aber falsch, ne, liebes Spiel. Kam ich hinter der Toilette raus. Jetzt war mal ein Ventilrad. Ist hier noch zufällig ein Ventilrad? Ich glaube nicht. So, dann gehen wir mal rein ins gute Stübchen und nach unten. Und dann bringen wir das Ventilrad mal an. Ich meine, uns fehlt immer noch eins, aber was ist das hier eigentlich? Großer roter Knopf. Nur, dann drücken wir doch mal, oder? Das ist mir zu kompliziert. Ja, so sieht's doch aus. So, wo setzen wir den denn ein? Setzen wir den, können wir den hier und da? Ich weiß nicht. Kann ich mir das aussuchen? Kann ich doch abmachen? Chili, lass lieber die Finger davon. Och, Menno. Nie darf ich auch mal Spaß haben. So. Ja. Uns fehlt aber immer noch eins. Haben wir noch die Kneifzange? Ja. Ein klassisches Ventilrad der Baureihe Mumpf 97.
findet sich auch an Abwasserrohren. Ja, aber wir brauchen trotzdem ein zweites. Untersuchen wir in der nächsten Folge. Tschüss.